Schwangerschaftstest negativ. Das quält etwa jedes zehnte Paar in Deutschland. Manchmal 5 Jahre, 10 Jahre oder noch länger. Es gibt zwar viele medizinische Optionen, doch den Ärzten sind klare Grenzen gesetzt. Bei der Frau dürfen Eizellen unbefruchtet entnommen und eingefroren werden. Doch Eizellen dürfen nicht an eine andere Frau weitergegeben werden, also keine Eizellenspende. Niemand darf somit ein Baby als Leihmutter austragen. Beim Mann ist das Einfrieren von Spermien ebenfalls erlaubt. Für die Partnerin oder als Samenspende. Auch um lesbischen Paaren halbleibliche Kinder zu ermöglichen. Wenn ein Spender gestorben ist, dürfen seine Samen nicht mehr verwendet werden. Bei der Befruchtung dürfen die Mediziner nachhelfen, im Körper oder außerhalb, in vitro. Sie können viele Spermien und Eizellen einfach zusammenmixen oder sie injizieren gezielt ein Spermium in eine Eizelle. Diese Methode wird wesentlich häufiger angewandt. Im Labor können die Mediziner vieles, zum Beispiel schwere Krankheiten im Erbgut analysieren und Eizellen aussortieren. Doch für diese Präimplantationsdiagnostik gelten besonders strenge Regeln. In jedem Einzelfall muss eine Ethikkommission zustimmen. Es darf bei der PID kein Geschlecht ausgewählt werden. Nur wenn sich dadurch eine schwere Erbkrankheit ausschließen lässt, die zum Beispiel nur Jungen treffen kann. Am Ende dürfen die Ärzte einer Frau höchstens 3 befruchtete Eizellen einpflanzen. Strenge Vorschriften, die tausende Paare umgehen und Kliniken im Ausland aufsuchen.